Ja, mal wieder ein bisschen Systemkritik. Jetzt habe ich wieder mal gegoogelt und mir Videos angeguckt von anderen Coach-Leuten. Ha, ehrlich gesagt, das regt mich so furchtbar auf. Dieses blöde Getue von wegen, ja, ich sage Ihnen, wie es geht. Es geht ganz leicht. Sie müssen es nur richtig machen. Das ist so gelogen. Und mich hat es schon in der Kindheit geärgert, wenn man mich angelogen hat. Ja? Da haben die dann irgendwelche Sachen gesagt. Und es hat nicht gestimmt. Und dieses, dass es ganz leicht geht, das ist auch Quatsch. Ehrlich gesagt, ich finde, das Leben ist überhaupt nicht leicht. Das Leben ist ganz schön schwer. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen auf Menschen zu. Der eine hat die Lieblosigkeit, der andere, ich denke jetzt an diesen, ich glaube, russischen, wahnsinnig großartigen Eiskunstläufer, dem aus irgendwelchen Gründen nun eine Blutvergiftung das Leben ruiniert hat. Wo die herkommt, weiß ich nicht. Jedenfalls, man hat ihm die Füße amputiert, man hat ihm die Hände amputiert. Das ist unfassbar. Ist das Leben leicht? Muss man dem jetzt sagen, naja, stell dir doch einfach mal so eine provokative Lösungsfrage, weißt du, dann wird's ganz gut, ne? Ja? Würde ihm das helfen? Ja? Wenn man ihm sagen würde, hallo, überleg doch einfach mal, wie es wäre, wenn es gut wäre. Oh, ich glaube, der würde einen Schreikrampf kriegen, oder nicht? Hey, ich war Journalistin. Weil ich dachte, ich könnte dadurch die Welt schöner machen. Das ist so einer meiner Leitwerte, etwas zu hinterlassen, die Welt zu prägen, die Welt freundlicher zu machen. Das ist es, glaube ich, darum geht es. Die Welt freundlicher zu machen, die Welt weniger angstbeladen zu machen, also angstfreier. Und dann habe ich gemerkt, dass das im Journalismus nicht geht, jedenfalls. Dahin, wo ich mich verirrt hatte, ging es nicht, weil man ja diese ganzen Direktiven kriegte. Ich habe es schon an anderer Stelle mehrfach gesagt, ich war im öffentlich-rechtlichen System drin und da kriegt man Direktiven, da muss man sich parteikonform verhalten und so weiter und so fort. Und wenn man mir da gesagt hätte, stell dir doch einfach vor, wie es wäre, wenn du völlig frei agieren könntest. Da hätte ich gesagt, wissen Sie, was Sie mich können, ne? Hier, ne? So. Also, worüber reden wir hier? Coaching heißt nicht, dass man sich die Welt schönredet, sondern Coaching heißt, dass man Probleme ernst nimmt. Und wenn Menschen krank sind, sind sie krank. Und wenn Menschen verzweifelt sind, sind sie verzweifelt. Und dann muss man rausfinden, wo das herkommt. Und dann muss man schauen, wie man das ändern kann. Und es geht nicht mit irgendwelchen Kochrezepten. Ganz sicher ist eines. Wer mir Angst macht, ist mein Feind. Und ich kann nicht in Schönheit und Freiheit leben in einem Land, in dem persönlichkeitsgestörte, dirigistische Freud, Sigmund Freud hätte gesagt, analgestörte Charaktere, das sind dirigistische Leute, die wollen andere dominieren. Das Leben
mit irgendwelchen Rechentricks in einem Machtkartellchen dirigieren. Da muss man jetzt auch schauen, wo kommt das her und wie geht es weg. Das ist nicht immer leicht. Das ist der Punkt, über den ich rede. Es ist nicht immer leicht, Lösungen zu finden. Aber alles fängt damit an, dass man Lösungen finden will. Ich bin Dr. Waltraud Berle. Ich bin Life Coach seit über 20 Jahren in München und Stuttgart. Und ich helfe Leuten, die wirklich in Nöten stecken, wie es halt passiert im Menschenleben, zu Lösungen. Und es ist nicht immer leicht. Man muss es aber wollen. Und das gilt im Privatleben ebenso wie in der Politik. Und die Frage ist, was wollen Sie? Wollen Sie Opfer sein oder Agent? Patient oder Agent? Patient heißt im Lateinischen leidend. Agens heißt handelnd, handelnd. Das ist das Geheimnis. Man muss irgendwie in die Handlung kommen.